Ja, willkommen, Christian Lindner. Kühlschrank. Fühlen Sie sich mächtig? Ja, klar. Ich bin so groß, ich bin so stark, ich bin so attraktiv. Mehr geht nicht. Also ich bin Gott. Okay, das ist auch interessant nochmal. Aber mehr will ich... Ja, ich glaube, das ist klar. Genau. Ich bin mal aus der katholischen Kirche ausgetreten. Das heißt aber nicht, dass ich aus jeder Form von Spiritualität ausgetreten wäre. Das heißt, Sie können um den Segen bitten für Ihr Leben. Was? Kühlschrank. Aber nochmal konkret, Herr Lindner. Das war sehr konkret. Ja, aber nochmal konkret. wie wollen Sie das 1,5-Grad-Ziel einhalten? Jetzt fragen Sie mich. Mhm. Und ich sage, Kühlschrank. Nicht so laut. Frau Hassel, nehmen Sie einfach mal 40.000 Euro. Diese 40.000 Euro zahlen Ihre Gasrechnung. Das besprechen wir ja noch, aber wir sind bei den schwierigen Zeiten. Was nervt Sie am meisten? Was mich nervt, Menschen, die ein geringes Einkommen haben, Antifa zum Beispiel und andere, und die setzen sich dafür ein, dass 9-Euro-Ticket verlängert wird. Alerta, Alerta. 9-Euro-Ticket verlängern. Ja, lol, ey. Meine Grundüberzeugung bleibt, 9-Euro-Ticket, das ist keine Erwartung, die wir an den Staat richten können. Da fehlen die Mittel. Ich habe ein 100-Milliarden-Euro-Sonderprogramm für die Bundeswehr mit Schulden finanziert. Kein Problem. Man sieht, wie viele Investitionen für die unterschiedlichen Bereiche möglich werden. Kann ich sicher sagen, meine Frau ist mit mir, einem Gott, verheiratet. Was sagen Sie da? Warum? Kühlschrank. Das ist ja Linda, der Hund.